In Israel müssen im Frühjahr abermals Neuwahlen stattfinden. Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Konflikt zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seinem Koalitionspartner Benny Gantz. Das Regierungsbündnis hatte bis Mitternacht Zeit gehabt, einen Haushalt zu verabschieden. Da dies nicht gelang, war das Parlament durch die Gesetzeslage zur Selbstauflösung gezwungen. Die Neuwahlen könnten nun am 23. März stattfinden. Es ist der vierte Urnengang in Israel in weniger als 2 Jahren. Seit dem Start ihrer gemeinsamen Regierung im April war das Verhältnis zwischen Netanyahu und Gantz von Misstrauen und öffentlichen Anschuldigungen geprägt. Nach den ursprünglichen Abmachungen sollte Gantz Ende November 2021 an die Spitze der Regierung rücken. Beobachter vermuten jedoch bereits seit einer Weile, dass Netanyahu gezielt auf Neuwahlen zusteuere, um sein Amt nicht an Gantz übergeben zu müssen. Gantz bestand im Haushaltsstreit auf einen Etat, der die Jahre 2020 und 2021 abdecken sollte. Dadurch solle der Regierung und dem Land Stabilität gegeben werden, argumentierte er. Netanyahu verweigerte jedoch die Verabschiedung eines Haushalts auch für 2021. Allerdings dürften laut Umfragen sowohl Netanyahu als auch Gantz von den Neuwahlen nicht profitieren.